Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Täglich kommen rund 250 Trucks mit Lebensgenuss, Hygienemitteln, mit Medizin, Bekleidungs- und Einrichtungsgegenständen an der Grenze an, um in den Gaza-Streifen zu kommen. Die Trucks kommen aus Ägypten, werden von Palästinensern gefahren und werden aus Sicherheitsgründen einzeln von den Israelis gescannt und durchleuchtet. Denn immer wieder werden Waffen, Sprengstoff und gefährliche Flüssigkeiten herausgeholt, die zwischen den Gütern versteckt sind. Dies berichtet Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie hat gerade Israel besucht und reiste auch in den Süden des Landes, an die Grenze zu Ägypten. Sie selbst wollte sich vor Ort ansehen, wie die Realität aussieht. Denn es heiße immer, so schreibt Julia Klöckner auf Twitter, die Israelis würden Hilfslieferungen an die Palästinenser verweigern. Sie habe es allerdings anders vor Ort erlebt. Israel limitiere die Lastwagen nicht. Das Problem sei, so Klöckner weiter, dass die UN täglich maximal 100 Lastwagen zum Verteilen abfertige. Die israelischen Grenzposten selbst könnten wesentlich mehr Lastwagen abfertigen und über die Grenze lassen. Es stünden jedoch zu wenig Lastwagenfahrer der Palästinenser zur Verfügung. Eine weitere Stimme, die die Zustände an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten beschreibt und die ist anders, als meistens dargestellt wird. Denn es dränge sich beim Lesen der Nachrichten der Eindruck auf, Schuld an der katastrophalen Lage in Gaza trage niemand anders als die Israelis selbst, schreiben Sie, Godel Rosenberg, Tichys Einblick-Korrespondent in Tel Aviv. Und die USA haben sich ja jetzt bei einer Anti-Israel-Resolution der Stimme enthalten und damit ein sofortiges Einstellen der Kämpfe gefordert. Auch die meisten EU-Länder fordern ein Ende des Krieges, allen voran Berlin. Godel Rosenberg, ist denn Israel alleine zu Hause? Wäre ich Rabbiner, würde ich antworten, Israel ist nie alleine, denn Gott ist mit Israel. Das ist auch historisch belegt, denn das jüdische Volk hat ja bekanntlich die Pharaonen, die Assyrer, die Perser, das große griechische und das römische Reich überlebt, die Kreuzritter, die Pogrome in Russland und auch Nazi-Deutschland. Also es muss schon etwas dran sein, dass Gott mit den Juden ist. Israel ist heute so stark wie noch nie in der Geschichte. Also gibt es durchaus Anlass, bei aller Sorge um die aktuelle Lage und den Krieg in Gaza, dass Israel und das jüdische Volk die Herausforderung überleben und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen wird. Und können wir das vielleicht auch ohne Gott begründen und politisch aktuell beziehen? Gerne. In den USA tobt der Wahlkampf um die nächste Präsidentschaft. Und der aktuelle Präsident Joe Biden glaubt, seine linksorientierten Demokraten, die traditionell linksorientierten Universitäten in den USA, inklusive vieler jüdisch-amerikanische Professoren und die arabischen Minderheiten in USA dadurch für sich gewinnen zu können. In Massachusetts und Pennsylvania, das sind ja wahlentscheidende Bundesstaaten, leben Hunderttausende Wähler. Biden bedient sich jedoch politischer Winkelzüge, die an der Wahrheit vorbeigehen und die Werte, die USA, Israel und die westliche Welt, auch die Europäische Union, miteinander verbinden. Vielleicht muss man inzwischen sogar schon sagen, verbinden sollen. Aber jeder Präsident seit John F. Kennedy hat diese Werte hervorgehoben und sie als Bindeglied, übrigens auch in der NATO, in den Vordergrund gestellt. Die Wahrheit und die Fakten liegen doch auf der Hand. Dafür braucht es weder eine UNO noch eine Europäische Union. Die Kämpfe können heute beendet werden. Der willkürliche Angreifer, die Hamas und ihre Unterstützer, müssen die Waffen niederlegen, die weiße Fahne hissen und die Geiseln freilassen. Am gleichen Tag würde das Töten aufhören und es gäbe in Gaza genug und ausreichend Lebensmittel und Trinkwasser für alle. Das ist der erste und einzige Tagesordnungspunkt auf der Agenda im Nahen Osten aus der Sicht Israels und aller vernünftig, historisch fundiert denkender Menschen. Alle anderen Tagesordnungspunkte
können oder müssen danach besprochen werden. Wer diese Reihenfolge ablehnt, sie hintertreibt, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die diese Woche ja im Nahen Osten wieder unterwegs war, und das Verhältnis zu Jerusalem, das Vertrauensverhältnis weiter eingebüßt hat. Ich drücke mich da vorsichtig aus. Wer das alles nicht berücksichtigt, der geht dem Kriegsreiber Hamas und ihren Unterstützern auf den Leim und würde sie für ihr Massaker am 7. Oktober auch noch belohnen. Das kann und wird Israel nicht zulassen. Jetzt sagt ja die Weltgesundheitsbehörde, über 2 Millionen Menschen würden in Gaza vor einer Hungerkatastrophe stehen. Wie geht denn Israel damit um? Schaut das Land einfach zu? Natürlich nicht, aber als erstes muss die Hamas damit umgehen. Denn die sind ja seit 2007 die bestimmende Macht. Aber sie benutzen ihre eigene Bevölkerung als Schutzschilde und lassen sie bedenkenlos unmenschlich leiden. Vor der Einfahrt nach Gaza auf der ägyptischen Seite stehen doch hunderte von Lkw mit Lebensmitteln. Die Bilder sehen wir doch im Fernsehen weltweit. Aber die Lkws können nicht einfahren, weil die Hamas mit Waffengewalt es verhindert. Und die Lkws, die es dann trotz allem nach Gaza schaffen, werden von den Terroristen mit Waffengewalt gekapert. Dabei gibt's immer wieder Tote. Und die Ladung wird dann zu Höchstpreisen auf dem Schwarzmarkt angeboten. Medien und die entsprechend gestrickte politische Seite geben dann Israel dafür die Schuld. Auf dieser Stimmung ist ja auch die letzte UNO-Resolution, bei der sich die USA der Stimme enthalten hat, aufgebaut. Deshalb kann ich nur wiederholen, Hamas und ihre Unterstützer müssen die Waffen strecken, weiße Fahne hissen und die Geiseln bedingungslos an Israel zurückgeben. Alles andere würde bedeuten, Terror lohnt sich. Es schaut aber nicht danach aus, dass die von Ihnen skizzierte Lösung, die Hamas ergibt sich und die Geiseln kommen frei, dass diese Lösung Realität wird. Gibt es denn eine Alternative, einen Umweg, um das Leid in Gaza zu beenden, das es ja tatsächlich gibt? Die Verantwortung für das Leid in Gaza und auch in Israel trägt einzig und allein die Hamas. Die Terrororganisation hat den Krieg vom Zaun gebrochen, also müssen sie ihn auch beenden. Es ist doch offensichtlich, dieser Krieg bringt nur Leid und Verderben auf beiden Seiten. Stattdessen sagt Hamas immer wieder, der 7. Oktober ist nur der Anfang. Sie schießen mit Raketen nach wie vor auf israelische Städte aus dem Süden, ihre Komplizen Hisbollah aus dem Norden und aus der Westbank, dem Westjordanland, droht ebenfalls täglich Terrorgefahr. Vor diesem Hintergrund verlangt man von Israel humanitäres Verhalten, Lebensmittel zu verteilen, die Verteidigungsmaßnahmen einzustellen. Geht's noch? Nennen Sie mir doch bitte ein Beispiel in der Menschheitsgeschichte, wo ein angegriffenes Land, an dem ein derartiges Massaker verübt wurde, immer noch so human reagiert wie Israel. Fluchtwege für die Bevölkerung werden von Israel organisiert, Trinkwasser verteilt, vor Bombardements wird die Bevölkerung mit Flugblättern gewarnt, SMS verschickt und sogar angerufen und zum Verlassen der Häuser aufgerufen. Gebetsmühlenartig wird ja immer wiederholt, es müsse eine Zwei-Staaten-Lösung her. Warum verweigert sich denn Israel dieser Lösung? Also, erst einmal, die Terrororganisationen, keine dieser Organisationen erwähnt die Zwei-Staaten-Lösung. Sie wollen die Vernichtung. Aber wenn wir uns jetzt mal die Zwei-Staaten-Lösung näher anschauen, wo soll denn dieser Staat entstehen? Denn zwischen dem Westjordanland und Gaza liegt ja Israel. Also es gibt keine Verbindung zwischen diesen zwei Staatsteilen. Zweitens, wer soll denn der Partner einer derartigen Zwei-Staaten-Lösung sein? Wir haben es doch nur mit Terrororganisationen zu tun, die jedes Mal, wenn Israel auch nur den kleinen Finger reicht, dieses sofort ausnutzt für Terror und Anschläge. Und drittens, in Judäa und Samaria, also im Westjordanland, leben über eine 500.000 Israeli.
Und die PLO, die Fatah, die diese Forderung nach der Zwei-Staaten-Lösung stellt, sagt ja immer dazu, dass dieser Staat judenrein sein muss. Also es müssten über eine halbe Million Israelis von dem Westjordanland nach Israel zurückgeführt werden. Es gibt keine Kraft auf dieser Welt, die das vollziehen kann. Dargestellt wird es ja immer so, dass Israel mit dem Rücken zur Wand stehe. Und zudem sei die Regierung Netanyahu zutiefst zerstritten. Sehen Sie denn ein Licht irgendwo am Ende des Tunnels? Ja, das Bild mit dem Tunnel passt natürlich jetzt sehr gut in Gaza. Israel steht zweifellos vor seiner schwersten Herausforderung seit der Gründung 1948. Das Land hat politisch und militärisch große Fehler gemacht, kein Zweifel. Die militärischen Fehler werden zurzeit behoben und verlangen dem Land einen hohen Preis ab. Wir haben fast 1500 Tote am 7. Oktober und seitdem der Krieg begonnen hat in Gaza. Und über 5000 Verletzte. Aber in Israel sehen Sie keine weinenden Mütter, die ihr Leid vor TV-Kameras beklagen. Das ist eine ganz andere Kultur. Israel ist eine fürsorgliche Demokratie, schützt die Privatsphäre seiner Bürger. Aber gehen Sie in eines der großen Krankenhäuser in Tel Aviv, ich war dort. Die Korridore und Zimmer sind überfüllt mit Bein- und Arm amputierten jungen Männern und Frauen. Von den Querschnittgelähmten, Kopfverletzungen will ich gar nicht reden. Alles Opfer des Massakers am 7. Oktober und des Verteidigungskrieges in Gaza. Die politische Abrechnung kann aber erst stattfinden, wenn die jetzt so gefährliche Bedrohung beendet ist, wenn Hamas in Gaza nicht mehr handlungsfähig ist. In Israel weiß fast jeder, wer für die derzeitige Lage verantwortlich ist. In den Straßen von Tel Aviv hängen haushohe Plakate mit Texten wie Netanyahu, du bist der Anführer, du bist schuld. Daran ist deutlich erkennbar, wo die Reise hingeht. Netanyahu ist angezählt. Aber zuerst muss die Bedrohung beendet werden, hoffentlich politisch. Wenn es aber nicht anders geht, dann militärisch. Israels Süden und der Norden müssen wieder bewohnbar werden, sonst ist das Land in seinen Grundfesten bedroht. 200.000 Bürger haben kein Zuhause, weil noch immer Raketenangriffe aus Gaza und aus dem Libanon stattfinden. Also Israel muss die Hamas ausschalten. Doch ohne die Hilfe der USA als Freund und Partner ist das schlecht vorstellbar. Doch die Partnerschaft hat ja in diesen Tagen einen deutlichen Dämpfer erhalten. Wie geht's weiter? Wie sehen Sie das? Das ist dem amerikanischen Wahlkampf geschuldet. Ich habe das ja eingangs erwähnt. Wir befinden uns in einer temporären Talsohle, einer zeitlich begrenzten Verstimmung im Verhältnis zwischen Israel und USA. Wenn Sie sich die Gesamtlage hinaus anschauen, benötigen die USA Israel mindestens genauso, wie Israel die USA braucht. Stichworte sind die Bedrohung aus dem Iran, der Jemen mit seinen Houthis, die im Auftrag Teherans Welthandelsseewege im Golf, im Roten Meer und im Suezkanal massiv bedrohen. Das ist eine militärisch und wirtschaftlich ernsthafte Gefährdung der gesamten Welt. Es gilt doch inzwischen der bekannte Grundsatz, es beginnt immer mit dem Versuch, Israel und die Juden zu vernichten, und danach kommt der gesamte Westen. Das ist doch auch die Lehre des 20. Jahrhunderts. Oder glaubt irgendjemand, wenn es Israel morgen nicht mehr gäbe, dass im Nahen Osten und in der Welt Frieden in Freiheit herrschen, die Demokratie Einzug halten würde? Wer das annimmt, der kann in diesen Tagen auch glauben, dass der Weihnachtsmann den Osterhasen küsst. Gürtel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für diese Informationen und Einordnungen aus Israel. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Dann mit einem fröhlichen Ostereiersuchen mit Peter Hane.